ja. Bin ich eigentlich der Einzige, der von dieser Musik so sentimental wird? Nicht nur dieser Track, sondern eigentlich der gesamte Soundtrack des Spiels. Das ist schon sehr, sehr krass, was das auslösen kann. Musik im Allgemeinen. Da passt es auch nur sehr gut, dass ich mir erst letztens wieder eine Dokumentation zu meinem Helden Michael Jackson angeschaut habe. Ja, das war, glaube ich, das erste Mal seit ungefähr 6 Jahren, dass ich im Fernseher irgendwas angeschaut habe, was nicht mit Fußball zu tun hatte. Ja, da gab es irgendwie... Na gut, aus Werbegründen möchte ich den Sender jetzt nicht nennen, aber es gab auf einem Sender mit 3 Buchstaben eine Dokumentation zu seinem 60. Geburtstag und das war eigentlich ziemlich gut. Da habe sogar ich noch ein paar Dinge erfahren, die ich nicht wusste. Und das kommt jetzt auch nicht so häufig vor. Also hab's genossen. Allerdings auch nur durch Zufall mitbekommen. Ja, auf Instagram stand es unter irgendeinem Bild von mir, so als Kommentar, ganz random. Ich habe es zufällig gelesen, dann lief es zwar schon eine halbe Stunde, aber ich habe trotzdem noch eingeschalten. Und wow, war echt gut. Aber Junge, die Werbepausen, heilige Scheiße. Viel zu viele und viel zu lang. Das ist ja der Wahnsinn. Also, ey, allein deshalb würde ich nie und nimmer mehr Fernseher schauen. Das ist grausam. Und wenn dann nur, wenn man es auch aufnehmen kann, was ich glücklicherweise mit meinem Sky Receiver kann, dann kannst du den Quatsch wenigstens vorspulen. Aber so Live-TV? Auf keinen Fall. Das geht auf keine Kuhhaut. Wie viel Werbung da gezeigt wird. Und was ich noch viel schlimmer finde, die Bildqualität. Ich bin fast vom Stuhl gefallen. Das sieht so dermaßen scheiße aus. Auf was senden die? In 360p? Ich glaube schon. Die ganzen HD-Sender von öffentlich-rechtlichen, die haben auch nur 720p, also muss ja der ganze normale Kack in 360 oder maximal 480 laufen. Aber das sah mehr nach 360 aus, ganz ehrlich. Was erlauben die sich bitte? Für HD wollen die ja extra Geld. Die Werbung kenne ich. HD Plus oder wie der Quatsch heißt. Du sollst extra zahlen dafür, dass du dann HD Ready bekommst, vor allem nur. 720p, HD Ready, da sollst du extra zahlen im Jahr 2018 für eine Bildqualität, die auch schon altbacken ist. Ja? Klar, es liegt auch daran, dass ich einen fetten 4K-Fernseher habe, aber trotzdem. Das finde ich einfach eine Frechheit. Naja, was soll's. Die werden das jetzt noch so lange durchmelken, wie sie können. Irgendwann, wenn 4K dann Standard ist, können sie die 360p-Scheiße nicht mehr anbieten. Dann müssen sie 27p zum Standard machen und wollen dann wahrscheinlich für 4K den Aufpreis. Aber, ja. Wenn es die Sender überhaupt dann noch gibt. Ja, weil wenn die so weitermachen, dann ist bald finito. Man muss sich ja auch nur die Statistiken anschauen. Es sinkt und sinkt und sinkt. Gucken halt nur noch ältere Leute Fernsehen, vor allem öffentlich-rechtliche. Die meisten sind im Internet unterwegs. Junge Zielgruppe. Vor allem hier auf YouTube. Hier läuft auch nicht alles rund. Ist klar. Aber das alte Fernsehen, du, das kann gerne sterben. Ich habe halt auch diesen voll krassen Kontrast vor mir, weil ich eben jetzt 6 Jahre nichts mehr geschaut habe, bis auf Fußball. Und ich war halt wirklich schockiert. Und es war nicht nur auf dem Sender so. Ich bin sogar ein bisschen am Rumseppen gewesen. Hab so die ganzen deutschen Sender durchgeguckt und es war eigentlich überall identisch mit der Qualität und der Werbung. Wobei bei einem anderen, sehr verhassten Sender mit 3 Buchstaben, der aber trotzdem noch einigermaßen gute Zuschauerzahlen hat, da war es noch schlimmer. Ja. Gutes altes Thema. Immer wieder schön zu bereden hier auf YouTube. Auch wenn es sich ein bisschen falsch anfühlt. Weil gerade in den Jahren 2010 bis 2013, 14 so,
irgendwie jeder YouTuber gegen Fernsehen und vor allem den verhassten Sender mit drei Buchstaben gehetzt. So von wegen, ja, ASI-TV, wir machen alles besser. Ja, und letztlich ist YouTube mittlerweile fast noch schlimmer. Also nur von der Qualität her. Inhaltlich. Nicht Bildqualität, inhaltlich. Es kommt auf YouTube einfach noch viel mehr ASI-Scheiße als auf besagtem Sender. Das ist traurig. Was es noch trauriger macht, viele von denen, die eben damals gehetzt haben, sind heute mit dabei. Ganz vorne mit dabei. Mit dem ASI-Content. Ich weiß nicht, ob man da nochmal eine Wende hinkriegt. Ich denke, wenn, dann nur, wenn YouTube selber bestimmte Regeln aufstellt und den ASI-Scheiß nicht mehr zulässt. Aber das werden sie nicht machen. Das werden sie nicht machen. Das bringt denen einfach zu viele Aufrufe. Und somit Werbeeinnahmen. Etc. pp. Bin sowieso der Meinung, dass das hier nicht mehr lange funktionieren wird. Also ganz ehrlich. Außer man geht mit den Trends mit. Aber der Content, den ich bringe, der ist halt eigentlich auch schon seit 3 Jahren ungefähr tot. Oder wie viele klassische LPer könnt ihr aufzählen, die einigermaßen gute Aufrufzahlen haben? Nicht mehr als 5. Wenn überhaupt. Wahrscheinlich fallen den meisten nur 2 oder 3 ein. Boah, was ist denn das für ein beschissenes Level-Up? Und es ist halt leider so. Es ist halt leider so. Die meisten machen halt nur noch das auf 10 Minuten gestreckte, zusammengeschnittene, künstlich lustige. Oder streamen oder machen Faktenvideos oder eben Cancer, wie ja, die 5 perversesten Nintendo-Momente oder so eine Scheiße. Das ist halt so. Und es ist auch so, dass wir hier die 3 Trainer besiegt haben. Ja. Um mal ein anderes Thema anzuschneiden. Du bist brandheiß! Danke, du Pedo. Die Kämpfe glühen geradezu. Ich bin mehr als zufrieden. Du hast deine Fertigkeiten bewiesen. Zum Dank schenke ich dir was. Es sind 6 Flaschen Sprudel. Yippie! Deshalb haben wir hier auch gekämpft, um Sprudel freizuschalten. Eigentlich müsste man das jetzt auch permanent kaufen können. Ich konnte nur gerade die Maschine nicht ansprechen, deswegen gehe ich kurz raus und wieder rein. Oder muss ich den Dude ansprechen? Ach so, okay. Ne, in anderen Pokémon-Spielen muss man die Maschine ansprechen. Alles klar. Ne, Sprudel ist ein sehr, sehr gutes Heil-Item. Deswegen hat sich das durchaus gelohnt. Für die EP sowieso, aber auch wegen dem Item. Wenn wir also was benötigen, können wir jederzeit von dort Sprudel besorgen. Viel, viel effektiver und ich glaube auch kostengünstiger als Tränke. Ja, und hiermit erreichen wir Graffitport City. Eigentlich unpassend, weil ich mit dem Thema noch nicht so richtig fertig war. Andererseits ist es vielleicht besser, wenn ich mich da nicht zu sehr reinsteigere. Das Licht dieses Leuchtturms sieht man Dutzende von Kilometern weit. Ich frag mich, ob's nicht die Pokémon im Meer verwirrt. Boah, einige bestimmt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das so ein 50-50-Ding ist. Einige finden's gut und hilfreich, andere stört's. Graffitport City Markt. Einzigartige Items, die es nirgendwo sonst gibt. Na, schauen wir mal, ob die nicht nur labern. Der Marketingtext ist zwar gut, aber er muss auch stimmen. Sonst bringt das nichts. Was hast du denn beispielsweise im Angebot? Lass mal sehen. Puppen. Ja, die sind zwar cute, aber dafür haben wir noch keine Verwendung. Und gerade billig sind sie auch nicht. Die Dinger kann man sich halt in seine Geheimbasis stecken. Aber das ist noch zu früh. Wenn ich hierher komme, vergesse ich mich und kaufe wie bescheuert ein. Bisschen mehr aufs Geld achten vielleicht. Oh, ein Anruf von Günther. Günther Jauch. Das muss irgendein Random Trainer sein. Solche Anrufe werde ich einfach immer skippen, wenn es euch recht ist. Weil, naja, ist halt nur Spam. Und nicht relevant. Manchmal bitten die Trainer halt um einen Rückkampf. Was noch okay ist. Aber die Random-Anrufe haben mich eigentlich immer genervt.
Ich bin der statuswerte Guru. Ich werde dir verkaufen, was du brauchst. Ach, hat er die Drogen? Ja, der hat die Drogen, mit denen wir die Werte erhöhen können. Die EV. Aber ja. Dazu müsste ich erstmal reich sein, um mir davon einiges leisten zu können. Und sie? Oh, dein Trassler. Du musst dich noch mehr anstrengen. Dann gebe ich dir und deinen Pokémon ein schönes Geschenk. Von ihr kann man, glaube ich, ein Band bekommen. Je mehr Bände man hat, desto cooler ist das Pokémon, sag ich mal. Aber es reicht bei noch keinem Pokémon aus. Bei ihr richtet sich das, glaube ich, nach gelaufenen Schritten. Mit dem Pokémon. Oder mit Kämpfen hat das irgendwas zu tun. Wenn wir jetzt auch nicht. Ah nee, oder Zuneigung könnte es auch sein. Was wiederum mit Schritten und so zusammenhängt. Ja, I don't know. Irgendwas in der Art. Einfach lange mit einem Pokémon unterwegs sein und kämpfen, dann passt das schon irgendwann. Einkaufen, wo man die salzige Luft des Meeres einatmen kann. Graphicport City ist so ein toller Ort. Stelle ich mir eigentlich tatsächlich als eine sehr, sehr schöne Stadt vor. Oh, schau dir das an. Das Seegras hier in dieser Gegend sieht frisch und fast lebendig aus. Es sieht aus, als könne es sich aufrichten und angreifen. Meint er damit irgendwas Bestimmtes? Weil diese Beschreibung, die klang so präzise. Entweder auf ein Pokémon oder auf ein Item zugeschnitten. Ich bin nicht sicher. Kennst du die TM-Geheimpower? In unserer Gruppe mögen alle die TM-Geheimpower. Eines unserer Mitglieder wird sie dir geben. Sag mir, wenn du sie hast. Wir werden dich dann als Mitglied aufnehmen und dir unter der Hand tolle Sachen verkaufen. Okay. Bei dem Dude kann man also ziemlich krasse Sachen für die Geheimbasis bekommen. Verstehe ich das richtig? Was haben wir hier? Bärenmühle. Oh mein Gott. Verletzt sich ein wildes Pokémon, heilt es sich, indem es Bären isst. Wusstest du das? Irgendjemand hat dies beobachtet und so auf die Idee gekommen, aus Bärenmedizin herzustellen. Und weißt du noch etwas? Um aus Bärenmedizin herzustellen, muss man sie zu Pulver verarbeiten. Wusstest du das? Du scheinst sehr interessiert an Bären zu sein. Eigentlich laberst du mich gerade nur zu, aber gut. Ich habe etwas Gutes für jemanden wie dich. Ein Puderdöschen. Ja, damit könnt ihr mich aber eigentlich auch schminken, einfach nur, ne? Ich habe vor kurzem in den Pokémon-Centern Maschinen installiert, mit denen man Bären malen kann. Du findest sie im Direktclub im oberen Stockwerk. Wusstest du das? Kannst du mit dieser Maschine Bärenpower für mich herstellen? Ich werde Medizin herstellen, wenn du mir Bärenpuder bringst. Ich überleg mir mal, ob ich das mache. Aber einmal zeigen sollte man es schon, nicht wahr? Ja, gut, okay. Aber wir gucken uns erstmal weiter um. Hier in Graphicport City. Da beispielsweise wird es interessant. Ziemlich viele Team Aqua-Mitglieder. Was machen die da? Nur das Wetter selber ist, geben die Früchte eine reiche Ernte. Und wo es eine reiche Ernte gibt, gibt es auch bald einen Markt. So entsteht und wächst eine Stadt. Das muss sie persönlich miterlebt haben, so alt wie sie ist. Erhältst du ein Pokémon durch Tausch, kannst du den Kosenamen nicht ändern. Die Liebe des ursprünglichen Trainers drückt sich in dem Kosenamen aus. Das hat mich eigentlich schon immer gestört, dass man die Namen von getauschten Pokémon nicht ändern kann. Andererseits kann ich es auch gut nachvollziehen und finde es richtig so. In Graphicport City wurde vor kurzem ein Kampfcamp aufgebaut. Arenen macht Spaß, aber die Kampfcamps sind einfach unglaublich. Such dir aber erst ein paar starke Pokémon, bevor du in ein Kampfcamp gehst. Ja, die Kampfcamps ersetzen die Pokémon-Wettbewerbe in Pokémon Smaragd in den einzelnen Städten, bis auf Seegrasulp City. Da sind alle Pokémon-Wettbewerbe quasi in einem Gebäude vereint. Kurze Erklärung, in Rubin und Saphir gab es die Wettbewerbe in, ich glaube, 4 Städten. Und jetzt wurde eben alles zusammengefasst. Und in den 3 von 4 Städten gibt es jetzt Kampfcamps, die wiederum auf die Kampfzone vorbereiten sollen. Ey, weißt du, was mit allen nicht mehr seetüchtigen Schiffen gemacht wird? Sie werden im Meer versenkt und so zu Lebensraum für Pokémon. Das finde ich gut. Fische und so leben auch gerne in Schiffswracks. Dieses Meer ist wirklich überwältigend. Ob es durch die vergossenen Tränen der Pokémon entstanden ist? Das klingt ein bisschen traurig.
Aber ganz falsch ist es nicht. Kyogre steckt ja schließlich dahinter. Mein Pokémon hat ein hastiges Wesen. Seine Init ist im Vergleich zu meinen anderen Pokémon höher. Vielleicht hat ihr Wesen etwas mit den Statusvorteilen der Pokémon zu tun. Klug kombiniert, Watson. Du bist doch ein Trainer, oder? Da du schon mal in Grafikport City bist, besuch unbedingt das Kampfcamp. Ich glaube nicht, dass wir da viel Zeit investieren werden. Aber mal abwarten. Hier ist die Brickwerft. Gesucht, ein erfahrener Seemann, der die Gefahr nicht scheut. Hier sollten wir doch eigentlich hin, oder? Um unser Paket abzugeben. Aber warte, warte. Erstmal gucken. Was ist das dort drüben? Diese Menschenansammlung. Hoffentlich planen die keinen Terroranschlag. Der Typ, der das Museum gebaut hat, ist auch der Leiter eines Teams zur Erforschung der Tiefsee. Daher nennt ihn jeder Captain Brick. Okay. Nö, komm doch nicht weiter. Boah, sind das viele Assis. Grafitport City, der Hafen, an dem sich Menschen und Pokémon begegnen. Wenn du die Kosenamen deiner Pokémon ändern willst, solltest du den Namenbewerter um Hilfe bitten. Der Namenbewerter gibt's denn hier? Oh, und einen Pokémon-Fanclub. Oh gosh. Und hier ist der Namenbewerter. Also wenn man, wie gesagt, das... Nämchen von einem Pokémon ändern möchte, dann sollte man ihn ansprechen. Und man kann es tun, außer bei getauschten Pokémon. Hashtag Nämchen. Ich habe mich nicht anders rausgewunden aus der Situation mit dem Versprecher. Kampfcamp Grafikport City, finde es, das ultimative Pokémon. Na, ob man es da findet. Eher in der Pokémon-Liga, oder? Boah, ich werde auch im Kampfcamp mein Können unter Beweis stellen. Aber vorher muss ich mir einige Pokémon fangen. So, ich glaube aber, dass es da drin auch eine TM gibt. Also werden wir wohl doch noch da reinschauen. Aber jetzt erstmal hier rein zum Pokémon-Fanclub. Obwohl das ein Ort ist, den ich überhaupt nicht ausstehen kann. Hier sind nur Irre am Start. Wegen Pokémon-Items. Mein Pokémon hat sich sehr gefreut, als ich ihm Protein gegeben habe. Wobei, das Mädchen war ja noch ganz normal drauf. Verglichen mit diesem Freakhouse in Faustauhaven ist das hier nichts. Ich freue mich immer, Pokémon zu sehen, die ihre Trainer lieben. Pokémon haben ein sensibles Gespür für die Gefühle ihrer Trainer. Wenn du einem Pokémon Liebe und Achtung entgegenbringst, werden die Gefühle erwidert. Sobald dein Pokémon dich liebt, komm und besuch mich nochmals. Warte, heißt das, meine Pokémon hassen mich? Moment, dein Pokémon betet dich geradezu an. Für einen so mitfühlenden Trainer hat der Pokémon Fanclub ein Geschenk. Puh, ich dachte schon, ne? Anzeige wäre raus gewesen, du. Die Sanftglocke. Mit ihr kann man, glaube ich, die Zuneigung noch weiter erhöhen. Lohnt sich natürlich bei Pokémon, die die Attacke Rückkehr können oder eben sich nur durch Liebe weiterentwickeln. Aber so eins haben wir nicht im Team. Wenn ein Pokémon in einem Kampf besiegt wird, nimmt es das einem übel. Und bald wird es dem Trainer weniger Vertrauen schenken. Mit anderen Worten, es wird dich nicht mehr so sehr mögen. Wow, es ist ganz offensichtlich, dass du deine liebe Jungglut schenkst. Okay, es heißt Oxycominum. Darf ich dich um einen Gefallen bitten? Ich bin TV-Reporter und mache eine Umfrage zum Thema Pokémon. Wirst du mir bitte ein paar einfache Fragen beantworten? In welcher Qualität sendet ihr? 4K. Okay, dann werde ich die Fragen beantworten. 360p hätte ich nicht unterstützt. Ja, würden wir auch niemals. Na dann geht's los. Kurz und knappe Fragen. Diese Frage bezieht sich auch auf dein Glied des Jungglut. Was hat dich an Jungglut angezogen? Keine Ahnung. Das Essen. Es kocht gut. Ja, vor allem Paella macht es echt gerne. Und die schmeckt gut. Ah, okay, das gibt Sinn. Diese Frage mag vielleicht etwas schwer sein, um sie kurz zu beantworten. Also, was bedeuten Pokémon für dich? Boah, was bedeuten Pokémon für mich? Attacke. Okay,
Ja, das war's. Danke, dass du mir deine Zeit zur Verfügung gestellt hast. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Vielleicht kannst du dieses Interview bald im Fernsehen sehen. Achte darauf. Ich guck kein Fernsehen. Ja, wir laden es auch auf YouTube hoch. Ah, okay. Dann könnte ich es vielleicht sehen, ja. Hey, mein Pokémon ist das Beste. Kein anderes ist so cool wie meins. Ich bin herumstolziert und habe angegeben, bis ein Vorsitzender mich zu Fall brachte. Das hat meinen Hochmut abgekühlt. Wenn du magst, dann bringe ich einem deiner Pokémon Angeberei bei. Oh, das ist ein Move-Tutor. Ich dachte schon, das ist ein völlig Kranker. Er ist es auch, aber er hat einen Nutzen. Trotzdem, Angeberei ist nicht so mein Ding, Alter. Nee? Pff, dann nicht. So, und du bist hier der Oberfan. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Als Vorsitzender bin ich natürlich die wichtigste Person hier. Keiner kann mir im Umgang mit Pokémon das Wasser reichen. Keiner! Aber jetzt lass mich dir etwas zu den Pokémon-Wettbewerben sagen. Hier kann jeder seine Pokémon der Welt vorstellen. Sie finden allerdings in abgelegenen Orten statt. Daher kann ich nicht an ihnen teilnehmen. Denn ich bewege meinen Arsch niemals hier raus. Deshalb haben wir uns hier getroffen. Wir zeigen uns gegenseitig unsere Pokémon. Und solange ihr euch nur die Pokémon zeigt, so langsam möchte ich hier aber dann doch raus. Ey, das ist total creepy. Werfen wir nun einen Blick hier rein. Das Kampfcamp. So, ich weiß jetzt selbst nicht mehr genau, wie das aufgebaut war, aber es ist auf jeden Fall eine Vorbereitung auf die Kampfzone. Kann gut sein, dass man hier auf die verschiedenen Einrichtungen vorbereitet wird. Naja, doch, das ist auch so gewesen. Sehe ich gerade hier in meinen Trivia-Notizen. Dieses Kampfcamp in Graphicport City bereitet eben einen nämlich auf die Kampffabrik vor. In der Kampffabrik konnte man sich Pokémon aussuchen, die nicht einem selbst gehörten. Und dann, ja, gegen andere Trainer antreten. Das war eigentlich meine liebste Einrichtung in der Kampfzone, war aber gleichzeitig auch die schwierigste. Wäre es nicht schön, wenn sie eine größere Auswahl hätten? Puh, du hast aber Wünsche. Ich mag eigentlich keine Käfer-Pokémon, aber vielleicht sollte ich zur Abwechslung doch mal welche fangen? Wer weiß, vielleicht finde ich sie dann doch ganz nett. Oh, gibt schon einige starke. Du kannst ja so viel kämpfen, wie du willst, selbst wenn du keine starken Pokémon hast. Ich habe keine Pokémon gefunden, die, nun ja, wie für mich gemacht sind. Und da habe ich mir gedacht, ich beschwere mich, ja, bei dem Typen hier. Aber der hat nicht einmal zugehört, Mann. Das ist vielleicht eine Niete. Ey, zieh dir das mal rein. Hier, Mann, ist für dich. Ah, wusste ich doch, dass man hier eine TM bekommen kann. Ist aber, glaube ich, keine wichtige. Ist das Folterknecht? Ja. Ja, das ist Folterknecht, sage ich dir. Der Gegner wird so daran gehindert, eine Attacke zweimal hintereinander einzusetzen. Aber nun hör mir gut zu. Ich würde nie Folterknecht gegen dich einsetzen. Würde ich auch hoffen. Okay, kurze Erklärung, Bruder. Was geht hier ab? Willkommen im Kampfcamp von Graphitport. Ich begleite dich zum Wechselkampfturnier. Möchtest du am Wechselkampfturnier teilnehmen? Hier im Kampfcamp von Graphitport halten wir Wechselkampfturniere ab, die mit Leih-Pokémon ausgetragen werden. Als erstes leisten wir dir drei Pokémon. Mit diesen kannst du an einem Einzelkampf teilnehmen. Gewinnst du, darfst du einen Leih-Pokémon tauschen. Wiederhole diese Folge von Siegen und Tausch. Gewinnst du dreimal in Folge, erhältst du einen Preis. Wenn du die Herausforderung abbrechen willst, speichere dein Spiel. Ja, okay. Also es ist, wie ich sagte, eine Vorbereitung auf einzelne Einrichtungen der Kampfzone. Also quasi so eine Low-Budget-Version. Oder ein Vorauswahlturnier, ich weiß auch nicht. Aber das werden wir nicht machen. Ja, wenn überhaupt, zeige ich euch die Einrichtungen in der Kampfzone, aber nicht die Kampfcamps. Die sind irgendwie unnötig, finde ich. Ich tausche mit Freunden Pokémon. Und wenn ein getauschtes Pokémon ein Item trinkt, bin ich umso glücklicher. Ah, stimmt. Kann man hier eigentlich auch schon Briefe verschicken? Ja, oder? Ach doch, natürlich. Das ging ja sogar in der ersten Generation oder in der zweiten. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Wobei ich Briefe verschicken nie gemacht habe. Kurze Erklärung. Man konnte sich einen Brief kaufen, da ein bisschen was reinschreiben. Ich glaube auch aus vorgefertigten Worten. Das an einem Pokémon geben, tauschen und der andere konnte es halt dann lesen. Eigentlich eine ganz nette Idee, aber... Hey, möchtest du einen Tipp?
Ich sag dir, es ist wichtig, die unterschiedlichsten Pokémon zu trainieren. Gleichmäßigkeit ist wichtig. Ein einzelnes starkes Pokémon reicht nicht. Wenn es vom Typ her Nachteile besitzt, kann auch ein sehr starkes Pokémon einen Kampf verlieren. Danke für den Rat, Alter. Auch wenn mir das klar war. So, und ich glaube, wir werden jetzt dann doch mal das mit den Bären abhaken. Im Connex Club, oder geht das nicht? Das geht nicht? Ich muss dazu diese Verbindung haben. Oh. Hä, aber ich dachte, das kann man auch irgendwie offline machen, dieses Bärenmixen. Geht das echt nur in diesem scheiß Connex Club? Tja, dann werde ich es euch wohl leider nicht zeigen können. Ich weiß, ihr seid jetzt alle ganz, ganz traurig. Nein, Spaß. Denken sich alle, hätte ich eh geskippt. So wie das ganze LP. Ach ja. Dann sollten wir größtenteils durch sein. Puh, ich bin fix und fertig. Ich komme aus Malfenfrost City. Diese Stadt ist vielleicht groß, riesengroß. Hätte ich das gewusst, wäre ich mit dem Rad gekommen. Ah, ein Rad. Gutes Stichwort, Mann. Hätte ich auch gerne. Und hier kann man Pokémon fangen, wenn man will. Und sogar surfen. Weiß aber gerade nicht, wo das hinführt. Hafen von Graveport City. Die Fähre MS Tide wird momentan in der Werft gebaut. Die Fähre wird so bald wie möglich ihren Dienst aufnehmen. Okay. Na, dann schauen wir doch mal bei diesem Kapitän vorbei. Sind das Blaupausen? Die sind zu kompliziert zu lesen. Ja, da sind wir in der Tat zu jung für. Die Jahreszeit, das Wetter, der Mond, der vom Himmel herabstrahlt, das sind die Bedingungen, die die See so wechselhaft machen. Ganz genau, die See ist wie ein lebendiges Wesen. Ich werde sehr schnell seekrank, deshalb helfe ich lieber hier aus. Ich glaube, ich würde auch lieber hier in der Werft arbeiten wollen, als auf einem Schiff. Also ich liebe zwar Schiffe und so, aber ich könnte mir das jetzt auch nicht zutrauen, damit über mehrere Tage übers Wasser zu schippern. Wenn das hier hingehört und das dahin, wo gehört das dann hin? Was ist mit diesem Dingsbums? Ich werde daraus einfach nicht schlau, ey. Hallo? Oh, ich bin Bootmar. Captain Brick hat mich damit beauftragt, eine Fähre zu konstruieren. Oh, das da. Sind das Devon-Waren? Das ist aber ein ungünstiger Zeitpunkt. Captain Brick ist irgendwo hingegangen. Er sagte, er müsse was erledigen. Boah, kann ich dich bitten, Captain Brick zu suchen und ihm das Paket zu bringen? Warum zum Teufel? Warum kann ich es nicht einfach hier in die Ecke schleudern und du gibst es ihm, wenn er wiederkommt? Ich check's nicht, Alter. Mann. Ich bin hier einfach permanent der Laufbursche für jeden. Die Konstruktion eines großen Schiffes ist eher vergleichbar mit der eines Gebäudes als eines Transportmittels. Echt jetzt? Wobei stimmt, man designt ja ziemlich viele Kabinen und so. Findest du es nicht auch seltsam, dass ein Schiff aus Eisen gebaut wird? Es schwimmt aufgrund des sogenannten Auftriebs. Ja. Hä, kommt man in den mittleren Bereich nicht rein? Tatsächlich nicht. Der Typ ist eingesperrt. Er wird nie wieder rauskommen. Ja, vielleicht ist er nur eingesperrt, weil er irgendwas Gefährliches da machen muss. I don't know. Aber besser ist es, wir suchen jetzt mal nach dem Kapitän. So. Moment. Die ganzen Spinner sind weg. Ich gucke aber trotzdem erstmal hier rein. Ich habe das Gefühl, der Typ ist hier. Bin mir jetzt selber gerade nicht mehr sicher, wie das war. Eine Reise zum Meeresboden. Ich frage mich, wie es dort wohl ist. Eines Tages möchte ich auch einmal so tief unter Wasser reisen. Ich wäre gerne mit Captain Brick auf die Expedition zum Meeresboden gegangen. Aber das U-Boot ist zu klein für mich. Ich glaube eher, du bist zu groß fürs U-Boot, meinst du nicht? Oder zu breit?
Ich könnte mich hier reinquetschen, aber dann hätte der Captain keinen Platz mehr. Oh Junge, dann esst du mal weniger von diesen ganzen Sandwiches. Verzeihung, das ist nach einem Schiff? Oh, das tut mir leid, aber die Fähre steht momentan nicht zur Verfügung. Nein! Und hier ist auch niemand. Okay. Dann schauen wir eben bei dem Gebäude in der Mitte vorbei. Was wollten die Team Aquasis denn hier? Ozeanmuseum. Das unendliche Meer erhält alles Leben. Okay. Ein Museum also. Mit einer wunderbaren Musik. Die Musik, die hier spielt, ist ein Remix des Themes von der MS Anne aus Kanto. Oh, ist das schön. Und weiterer Fun Fact: Ich musste gerade Eintritt bezahlen. Hat der Spieler aber nicht genug Geld, kommt man trotzdem rein. Liegt daran, dass es halt storyrelevant ist, hier reinzukommen. Hey, was machst denn du hier? Ich? Ich bin von Team Aqua. Du hast mich in den Boden gestampft, erinnerst du dich? Im Metaflow-Tunnel? Hier, ist für dich. Vergeben, vergessen. Was? Nun, okay. Mit dieser TM kannst du bestimmt mehr anfangen als ich. Ich hoffe, du läufst mir nie mehr über den Weg. Danke. Lol. Raub. Ist an sich nicht schlecht. Und wir hätten eine Unlichtattacke im Team, aber... Ist halt... Warte, ist es physisch? Ist Unlicht... Unlicht ist speziell tatsächlich, sehe ich gerade, hier in dieser Generation. Man muss immer umdenken, ne? In den anderen nachfolgenden Generationen ist Raub eine physische Attacke, aber hier ist es speziell und es würde sich daher doch lohnen auf Janika. Also machen wir es. Teleport ist für den Arsch. Hau mal raus. Und dann haben wir eine Unlichtattacke drin. Beste. So, was macht ihr jetzt hier? Seid ihr wirklich nur da, um euch... Um zu gucken. Für so gebildet habe ich euch gar nicht gehalten. Ich hatte keine 50 Geld. Daher habe ich Ewigkeiten gebraucht, an der Rezeption vorbeizukommen. Wie gesagt, wenn man kein Geld hat, kommt man trotzdem rein. Wir, Team Aqua, wir stehen für alle. Ein roter Ball hüpft in dem Glasgefäß auf und ab. Dies ist ein Experiment, das eine künstliche Kaskade mit Hilfe des Ballauftriebs erzeugt. Cool. Uns wurde befohlen, uns hier zu verdammen. Das taten wir, aber unser Boss, der Galgenvogel, ist nicht hier. Euer Boss? Vielleicht besser so, dass er nicht da ist. Das ist ein Fossil mit vielen Furchen. Das Erdreich des Meeresbodens wird durch die Gezeiten abgetragen. Die Bewegungen des Wassers zeichnen Rillen und Wellen in den Meeresboden. Wenn der Meeresboden versteinert, wird ein Bodenrelief sichtbar. Ich mag das Museum. Das ist schön. Dies ist eine Probe vom Meeresboden. Über viele Jahre haben sich Spuren allen Lebens als Sedimente auf dem Grund des Meeres abgelagert. Analysen dieser Proben geben einen Einblick in längst vergangenes Leben. Was ich hier lerne, kann ich für meine ruchlosen Taten gut gebrauchen. Was? Deswegen seid ihr hier? Meereskunde Fakt 1. Warum ist das Wasser im Meer blau? Licht setzt sich aus vielen Farben zusammen. Scheint das Licht durch Wasser, so gehen einige Farben verloren. Der Blauanteil des Lichts bleibt aber erhalten. Das Wasser erscheint blau. Cool, hier lernt man ja voll was. Hey, wenn dieser Idiot die Sache in Metaros City nicht verkackt hätte, dann wären wir jetzt nicht hier. So. Eine seltsame Vorrichtung rotiert unter einer Glaskuppel. Vielleicht misst sie die Tiefe von irgendwas. Wenn ich diese ganzen Sachen an mich reißen würde, wäre ich dann reich? Ich glaube schon, dass sie das gut verkaufen lässt. Meereskunde Fakt 2. Warum ist das Meer salzig? Meerwasser enthält gelöste Salzionen in Form von Natrium und Chlorid. Diese Ionen wurden durch den Regen aus Gesteinsschichten herausgespült. Die Konzentration des aufgelösten Salzes macht das Meer salzig. Und ich werde salzig, wenn ich faile. Meereskunde Fakt 3. Was ist größer, das Meer oder das Land? Die Erde ist zu 70% von Wasser bedeckt, der Rest ist Land. Das Meer ist also mehr als doppelt so groß wie das Land. Krass, ne?
Das ist so heftig. Generell ist das alles hier heftig. Ich liebe das Museum, aber dass Team Aqua hier ist, das macht mich doch ein bisschen ängstlich. Wenn ihr gern mehr erfahren wollt und Pokémon Smaragd weiterhin so häufig wie möglich täglich kommen soll, dann supportet das LP mit einem Daumen hoch. Nächstes Mal gibt's auch wieder mehr Action, also nicht verpassen und Like da lassen. Ciao!